Hallo und herzlich willkommen meine Genossen, mein Name ist Dennis und heute zeige ich euch, wie ihr die Wunderwaffe auf der Karte Dead of the Night upgraden könnt. Alles was ihr dafür braucht ist ein Schild, die drei Stimmgabeln, Silberkugeln und natürlich die Wunderwaffe an sich. Diese könnt ihr entweder aus der Kiste bekommen oder einfach aus dem Schrank mit dem Code holen. Fangen wir an, begebt euch jetzt mit eurem Schild in die Bücherei und messert genau an diese Position, wo ich dran gemessert habe. Dort sollte sich nun eine versteckte Tür geöffnet haben, in der ein Teil liegt. Dieses heben wir natürlich auf. Dann gehen wir mit unserem Stimmgabeln zu den riesigen Steinen, damit wir Pack-a-Punch aufmachen können. Am besten wäre es, wenn ihr jetzt schon Silberkugeln auf einer Waffe habt, damit wir gleich den Werwolf mit dieser töten können. Denn sobald wir den Werwolf mit den Kugeln töten, lässt er ein weiteres Teil für uns fallen. Wenn er es fallen gelassen hat, hebt ihr dieses auf und begebt euch in das Gewächshaus. Dort könnt ihr nun aus den Gedärmen Prima Materia herstellen. Sobald ihr es hergestellt habt, holt es auf der linken Seite des Gerätes ab und dann könnt ihr direkt hinter euch an der Werkbank die Wunderwaffe upgraden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn du mehr von solchen Videos sehen willst, kannst du natürlich auch abonnieren. Das war's erstmal von mir. Bis später auf Twitch und ciao.